Es ist eigentlich eine Filterbubble. Eine Filterbubble hört sich so modern an, ist aber eigentlich nichts Neues. Denn eine Filterbubble ist ein Resonanzraum für Themen und Meinungen. Und ja, so eine historische Filterbubble ist der Stammtisch. Man sitzt da mit den Freunden zusammen oder auch mit den Freundinnen und unterhält sich und man ist unter sich. Man hat ähnliche Themen und man hat auch sehr ähnliche Meinungen. Ganz selten gibt es am Stammtisch auch mal Geschrei. So im Großen und Ganzen ist man sich einig. Das ist eine Filterbubble. Man befindet sich unter sich, in seiner Meinung und mit seinem Team. Und Filterbubbles gibt es natürlich auch im Netz, in konkret sozialen Netzen. Facebook, Instagram, auch YouTube ist eine Filterbubble oder kann eine Filterbubble werden. Und das hat was damit zu tun mit den Algorithmen, die diese sozialen Netze verwenden. Nun muss man eigentlich einen kurzen Schritt zurück machen und muss sich überlegen, dass tatsächlich ja wir das Internet, das Netz immer intensiver nutzen, aber niemand von uns zahlt etwas dafür. Für dieses Netz, für diesen Service, auch für diese sozialen Netze. Diese sozialen Netze aber binden nicht gerade, nicht nur in der Entwicklung, sondern auch also man braucht Server, die entsprechend betrieben werden. Man braucht ein Team von Menschen, die ungeeignete Inhalte filtern. Diese Unternehmen machen Werbung. Und man fragt sich, wie finanzieren diese Unternehmen eigentlich ihre Arbeit? Naja, durch Werbung. Und jede Minute länger, die diese sozialen Netze uns Menschen auf ihren Plattformen halten, desto mehr kann man natürlich Werbung verkaufen. Das heißt also, diese Firmen haben großes Interesse daran, dass wir möglichst lange bei Facebook und häufig immer wieder dann bei Instagram, bei YouTube reinschauen und wenn wir denn schon mal dort sind, dann auch möglichst lange bleiben. Und deswegen haben sie die Algorithmen so gestaltet, dass beispielsweise, wenn jemand, der süße Katzenvideos sich anschaut, dann als nächstes Vorschlagvideo ein noch süßeres Katzenvideo gezeigt bekommt, damit sie oder er entsprechend noch dieses Video sich anschaut. Gleiches gilt natürlich für lustige Pranks oder tolle Tutorials. Also man schaut sich ein Tutorial an und dann kommt schon gleich das nächste, das diese Person üblicherweise auch interessieren würde. Und dadurch erreicht Google, zu der YouTube gehört, genauso aber auch Facebook und Instagram, das sind im Prinzip dieselben Mechanismen, dadurch erreichen diese Firmen, dass wir möglichst lange auf den Plattformen bleiben und damit möglichst umfänglich auch mit der Werbung konfrontiert werden, mit der dann sich diese Firmen finanzieren. Und das ist insofern, könnte man jetzt sagen, was ist daran tragisch? Diese Firmen müssen natürlich auch sich irgendwie finanzieren. Es ist ja auch eine gute Serviceleistung, dass man Menschen mit diesen sozialen Netzen verbindet. Das sehe ich tatsächlich sehr, sehr positiv. Aber das Problem ist, und das hat zum Beispiel auch YouTube den Ruf eingebracht als den großen Radikalisierer, dass natürlich nicht nur das für süße Katzenvideos und für tolle Tutorials gilt, sondern natürlich auch für Videos, in denen zum Beispiel Gewalt verherrlicht wird. Das heißt also, das gleiche Prinzip funktioniert natürlich auch dort. Jemand, der sich ein Gewaltvideo anschaut, wird entsprechend dann nochmal mit härterer Gewalt konfrontiert, damit die Person entsprechend im sozialen Netzwerk bleibt. Das heißt also, die Filterbubble ist nicht nur ein Umfeld sozusagen, das keine alternativen Meinungen irgendwann zulässt, sondern
und man sozusagen immer wieder bestätigt wird in seinen Themen und in seiner Meinung, sondern tatsächlich auch, damit wir eben weiterhin im sozialen Netzwerk bleiben, auch sich ein wenig in der Radikalität steigern kann. Da kann man sagen, okay, was kann man tun? Gibt einige Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man bei YouTube einfach die Möglichkeit des vorgeschlagenen Videos direkt angezeigt werden, kann man einfach deaktivieren. Das ist eine einfache Möglichkeit. Man kann zum Beispiel aber auch nicht nur ein Netzwerk sich anschauen, sondern in mehreren Netzwerken unterwegs sein, in mehreren Gruppen. Oder man kann auch zum Beispiel mal wieder in eine Zeitung schauen oder in ein Buch schauen. Denn der Vorteil zum Beispiel einer solchen Zeitung finde ich immer wieder interessant, wenn ich meine Newsletter werden immer stärker sich daran orientieren an den Themen, die ich tatsächlich auch für meine Arbeit und die ich persönlich interessant finde. Insofern habe ich da auch so eine kleine professionelle Filterbubble mir gebaut, dass ich irgendwann nur noch Nachrichten bekomme, die zu meinen Themen passen, die gegebenenfalls auch meine Meinung bestätigen. Währenddessen einmal in der Woche gönne ich es mir, dass ich mir eine Wochenzeitung mir anschaue und dann eben nicht nur den Teil lese, der mich immer interessiert, sondern tatsächlich auch mal über den Tellerrand schaue. Das ist auch eine weitere Möglichkeit. Und das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, die anderer Meinung sind, ist auch immer hilfreich. Insofern, raus aus der Filterbubble.